Das erste Meisterschaftsspiel ist absolviert. 3:0 gewonnen. Für dich das erste Mal in Liebenau und das erste Mal gleich ein Treffer. Wie war's? Er war sehr gut. Ein wichtiger 3 Punkte für uns. Ich freue mich, bei Gerka zu sein. Aber ich muss zuerst meine Familie, meinen Freunden danke für. Sie waren immer da für mich. Und heute war ein super Moment. Ich muss nur in diesem Moment bleiben. Und ich hoffe, wir diese Siege noch lange zu anhalten haben. Ja. Wie waren deine ersten Wochen in der Mannschaft, die ersten Wochen beim GRK? War zu einfach. Wir waren wie eine Familie. Ich kenne viele Spieler hier wie Roscoe, Schriebel, die Kapitäne und war sehr, 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 sehr einfach für mich. Alles Gute für die nächsten Spiele. Dankeschön. Danke dir. Ein 3:0-Sieg zum Saisonstart. Wie sehr teilst du die Euphorie, die heute viele Fans versprühen? Ja, heute schon. Ich sage 3:0 zum Auftakt. Ist schön und ist wichtig, dass man gut startet. Weil vor der ersten Runde weiß man nie so, wo man steht. Nervosität natürlich. Waren nur Testspiele, Cupspiel. Aber dann war es, glaube ich, ein souveräner Auftritt. Mit einem verdienten 3:0. Das eine oder andere Tor hätte noch mehr sein können. Was uns schon wieder gefallen hat, wir haben richtig gut verteidigt, wir haben nichts aufs Tor zugelassen, haben in die andere Richtung schnell umgeschalten, haben Torsituationen gehabt oder Torchancen gehabt, genau wie wir uns das vorgenommen haben und hat für das erste Spiel ganz gut geklappt. Ja. Man nimmt sich vor einer Saison viele Dinge vor. Wie viel davon ist heute schon aufgegangen? Ja, wir haben uns vorgenommen, dass wir die defensive Stabilität behalten und in die Offensive einfach mit mehr Tempo, mit mehr Intensität, mit mehr Dynamik spielen. Das ist uns im Cupspiel schon ganz gut gelungen und ja, heute auch, weil es waren dann schon gute Umschaltsituationen mit Läufen in die Tiefe, mit Sprints, wo man mit Überzahl auf die Abwehrgrenze sein. Ja, das wollen wir entwickeln. Ja, es wird nicht jedes Spiel funktionieren, aber das soll unser Spiel jetzt auszeichnen und man soll das erkennen, dass der GRK mit Tempo in der gegnerischen Hälfte spielt. Eine wichtige Rolle spielen da auch gerade in der Offensive einige Neuzugänge. Wie hast du die in den ersten Wochen und jetzt auch in den ersten 90 Minuten in der Meisterschaft erlebt? Ja, ich glaube, wenn wir von heute reden, bringt jeder das mit, was wir uns erhofft haben. Der Lichti mit seinem Speed, mit dem Ball, dass er ein anderer Spielertyp ist wie der Lindi. Der Lindi, der die unglaublichen Pässe gespielt hat. Der Lichti, der eine unglaubliche Dynamik und eine Trippelstärke hat. Moderner, unglaublicher Unruhehärte, vorne jeden Ball haltet, festmacht. Das gibt keinen Ball her. Also es tut uns ein Spiel richtig gut. Und Michael, ja, mit seiner unorthodoxen Art, wird er uns noch viel Freude machen. Aber ich möchte auch nicht die anderen Neuzugänge vergessen, die sich super integriert haben. Jan-Stefan und leider mit der Verletzung und die zwei Jungen, die wir auch dringend brauchen werden. Die Stimmung in Liebenau ist immer gut, aber für mein Gefühl war sie heute besonders gut. Hast du das also wahrgenommen? Ja, also es war schon wieder cool. Also wenn von Anfang an die Zuschauer stehen, wenn die Mannschaft nur das Spielfeld betritt und wie sie sich unterstützen, aber das wissen wir eh, das ist eh jedes Spiel. Natürlich freut es uns, ja, dass uns vielleicht ein Funke mehr heute war, dass die Mannschaft so unterstützt worden ist und so begrüßt worden ist zur neuen Saison. Alles Gute für die nächste Runde. Danke.